ausgelöst durch Sturmereignisse und durch die große Trockenperiode im Jahre 2018 kam es zur größten Massenvermehrung von Fichten, Borkenkäfern seit mindestens 70 Jahren. An der gemeinen Fichte kommen verschiedene Borkenkäferarten vor. Die bedeutsamste ist der große Buchdrucker Yps typographus. Durch seine Besiedlung im Brutgeschäft wird die Nährstoffversorgung und die Wasserversorgung des Baumes unterbrochen und auf diese Art und Weise der Baum zum Absterben gebracht. Die Besiedlung beginnt durch die männlichen Käfer. In der Folge werden weibliche Käfer angelockt. Die Weibchen fressen dann also jeweils einen Gang nach oben und einen Gang nach unten. Von diesen Muttergängen gehen die Larvengänge ab und am Ende der Larvengänge findet die Verpuppung statt. Diese Borkenkäfer können mehrere Generationen im Jahr vollziehen und sie können Bäume besiedeln, die also nur schwach vorgeschädigt sind, aber das liegende und tote Material ohnehin. In diesem Jahr wird es darauf ankommen, wie der Witterungsverlauf ist, ob sich dieses Schadereignis so fortsetzen kann oder nicht. Wir hoffen auf kühle und feuchte Witterung, damit die Insektenmassenvermehrung gemildert wird. Außerdem kommt es darauf an, in diesem Jahr das liegende Holz, das genutzte Holz, aber auch die Population selbst gründlich zu überwachen, damit man sich auf Gegenmaßnahmen vorbereiten kann. Dazu dienen zum Beispiel die Überwachung von Holzlagern, aber auch von solchen Borkenkäfer-Lockstofffallen. Diese Fallen werden wöchentlich geleert. Es werden die Zahlen der Käfer ermittelt, um den Schwarmverlauf der Insekten zu überwachen und damit die Kontrollmaßnahmen zu konzentrieren.